Hallo, heute wieder mal aus der Werkstatt. Und zwar habe ich hier eine Klimaanlage. Und da drüben steht auch noch eine. Aber jetzt schauen wir kurz an, wie sie läuft. Hier habe ich die Batterie, die zieht jetzt 14 Ampere, 15 Ampere und das Voltmeter habe ich nicht geeicht, das zieht auch 15 Ampere. Ja, hier aus der Werkstatt, hier habe ich diese Indel Klein Air Klimaanlage auf 12 Volt, die hätten wir auch zu verkaufen, haben wir am Lager, aber dieser Kunde hat die nicht bei uns gekauft, sondern irgendwo, das wollte er nicht sagen. Wahrscheinlich hat er bei uns angefragt, ein Video von mir geguckt und dann den günstigsten im Internet rausgesucht. Und jetzt ist diese Platine hier kaputt, durchgeschmort. Ich habe sie zuerst probiert hier zu reparieren mit dem Draht, aber das ging nicht. Ich habe jetzt eine neue bestellt. Da drüben steht noch eine Klimaanlage. Das ist eine Wittrich Frigo, die ist vom LKW. Eine Roadwind. Die geht auch nicht. Ich weiß jetzt noch nicht, was ist. Und hier habe ich eine Batterie zurückbekommen. Aber gehen wir mal zu den zwei Klimaanlagen. Das sind nicht Klimaanlagen von uns. Also sie kommen jetzt, weil wir wissen, dass wir reparieren können. Solange noch Winterzeit ist, in der Sommerzeit nehmen wir wieder keine Fremdprodukte an. Da könnt ihr dann warten. Da hinten steht noch ein Dometic. Ja, der muss jetzt halt auch noch warten, weil wir geben uns dann Zeit, weil zuerst kommen unsere Geräte dran und dann Fremdprodukte. Ist ganz einfach, weil man kann ja ein Angebot verlangen und dann das günstigste suchen. Ein anderes Thema. Hier bei dieser Batterie, da kommt die Meldung, lässt sich nicht laden und nicht entladen. Ich habe die Batterie jetzt hier geladen, nur mit 40 Ampere, muss ich sagen. Hat etwa 2 Stunden gedauert, ich habe es nicht so in den Griff angehängt und Punkt, nach 2, 2,5 Stunden war die geladen. Also die war komplett leer und sie lässt sich nicht entladen. Ja, ich habe hier jetzt diese Klimaanlage laufen, die braucht Spitze 25 Ampere. Wenn sie dann kalt ist, was wir jetzt haben bei uns in der Werkstatt, läuft sie auch nur auf 15 Ampere. Aber die kann ich jetzt mit dieser Batterie betreiben. Hier habe ich die Zellenspannung, Strom ist natürlich jetzt auf 0. Und 97, weil ich habe es jetzt hier probiert. Ich werde jetzt das auch noch weiterlaufen lassen zum Testen, gerade ob die Batterie jetzt sich hier entladen lässt. Ja, Batterien, die sind von uns, aber ich weiß nicht, was machen. Ich habe noch 3 andere, die lassen sich laden, entladen. Das Problem ist eher, dass wir natürlich schlechte Installationen haben oder Ladegeräte nicht fehlen. Im Dezember habe ich ein Video gemacht, dass Ladebooster nicht angehängt sind. Die kamen, man hat es wieder probiert, unter im Sommer genügt die Solaranlage, funktioniert, aber im Herbst, wenn die Sonne schwach ist, genügt der Solaranlage nicht mehr, brauche ich einen Ladebooster. Aber wenn der nicht angehängt ist,
das T-Plus-Signal, dann kann der auch nicht laden. Ich hatte vorgestern einen am Telefon, nee, war Donnerstag, habe ich gesagt, ja, es geht nicht, die Batterie ist kaputt, die ist immer leer. Und sag, ja, und der sei jetzt 10 Stunden gefahren und ist er immer noch leer. Und sag, ja, aber wenn ihr das Ladegerät anhängt, sei in seinem Wohnmobil drin. Ja, nach 2-3 Stunden hat er angerufen, ja, jetzt lädt sie mit dem Ladegerät. Ja, dann ist irgendwas anderes in der Elektrik unterwegs. Ja, das soll es heute gewesen sein aus der Werkstatt. Hier verlinke ich euch das Video von dieser Klimaanlage hier, die Indel. Die habe ich schon mal vorgestellt. Die ist eigentlich relativ gut, preislich interessant, aber diese Anlage wurde eigentlich gebaut für LKWs, aber das seht ihr in diesem Video. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.